Was hat der denn für ein Problem? Ein End. Lange nicht gestorben, ne? Und damit herzlich willkommen. Ich hoffe, es war ein cooles Intro. Wir geben uns sehr viel Mühe. Und ja. Dann könnt ihr euch vielleicht auch mal irgendwas wünschen. Ja. Wir sind natürlich nicht ganz 100% up to date. Das heißt, ich weiß nicht, ob das nicht ein Weg nur nach unten ist. Dass man. Kommt man da? Das kann doch nicht gewollt sein, oder? Ah, doch, man kann da hochklettern. Kann man ein bisschen Rasen mähen. So. Wir haben gerade die beiden. Nee, was haben wir eigentlich gemacht letztens? Haben wir die beiden Sargons besiegt oder war da zwischendurch noch was? Nee, wir haben. Doch, wir haben was besiegt. Und zwar. Oh mein Gott. Was hat der denn für ein Problem? Ein End. Hallo? Ich will dich nicht angreifen. Warum bringen wir alles um, was sich hier bewegt? Hm? Irgendwie sieht es nicht so aus, als wäre der böse. Oder hat der auch diesen lila Schleier irgendwie? Guck mal, die machen so süße Geräusche. Hört ihr das? Okay, uns geht's aber gar nicht gut. Wir sind so... Ist es jetzt nur... Du hast da einen Kristall liegen lassen. Hallo. Ja. Oh, der Soma-Baum. Aha, jetzt sind wir wieder an den Dingen, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Hm? So, waren wir hier schon? Stele, die ewige Flamme des im Osten des Bergs Kaf, brennt schon, seit sich das Gebirge geformt hat. Jahrhundertelang wurde Atras Glut geschürt. Sie führt Seeleute durch die dunkle Nacht und vertreibt die Finsternis in uns allen. Das macht sie alles. Und wer macht das? Die Stele. Welche Stele? Welche Stele? Da muss irgendwo im... Was stand da? Ich habe natürlich nicht aufgepasst. Im Osten des Berg Kaf, oder? Sind wir eigentlich noch auf dem Berg Kaf? Ist der Berg Kaf teilweise bedeckt von... Ey, jetzt gibt's den da immer. Ist der Berg Kaf bedeckt mit dem hykarianischen, wie auch immer, Wald? Ja, wie hieß der? Kann ich mir merken. Wir haben nur noch einen Pfeil. Aber ich glaube, auch das ist unser kleinstes Problem. So, wir können mal Wertschätzung ab... Oh, ich wollte gerade Schätzung abgeben, dass ich nicht glaube, dass wir das Ganze überleben. Jetzt haben wir doch überlebt. Aber immerhin, wir haben ein paar Pfeile bekommen. Und okay, wenn man Gegner besiegt, scheint es unser Leben wieder aufzufüllen, oder? Haben wir gerade irgendeine Special-Fähigkeit gezündet. Hm. So alt wäre man mit Sicherheit nicht. Ist das die Reste vom Soma-Baum? Der sieht aber schon sehr böse aus, oder? Ist das dieses lila Gedöns hier? Dann mal schauen, was jetzt passiert. Krass, was ist denn da passiert? Der hat unser... Wieso kann man nicht mit ihm reden? Ist das, sieht der ganz normal aus? Soma-Baum. Hm. Okay. Ich meine, die Dinger sind eh schon immer scheiße, ja? Jetzt so ein Ofi noch. Ich glaube... Da gibt es jetzt echt Besseres. Zwei. Alles klar. Mhm. Okay, einer ist hin. Ist das jetzt aber ein Boss? Eher nicht, oder? Sind das jetzt eigentlich Wächter, diese Viecher? Sind es Wächter?
Ah, die kommen wieder. Okay. Bringt also nicht. Sie. Huch, da steht jemand. Da hast du es nicht gesehen, da stand jemand. Okay, hier kommen wir nicht rein. Okay. Das dauert, glaube ich, noch eine Weile. So. Okay. Da kommt ein Igel. Oh! Habt ihr das gesehen? Man konnte die mit so einer Blase da da war doch gerade auch so eine gelbe Markierung. Man könnte so einen Igel dahin locken. Und dann über den Igel da rein. Hm. Guck mal, der Vogel ist da schon hingeflogen. Schlauer Vogel. Da geht's nicht weiter. Aha, hier geht's in eine neue Region. Da sind wir weiter im Wald. Okay, uns geht zu einem Baum. Cool. Hier können wir hochklettern. Igelalarm. Igelalarm, nein! Wir sollten vielleicht einen Heiltrank nehmen. Weil wenn wir jetzt beim Baum sind. Was für ein Problem hat der denn? Okay. Alles voller Igel. Toll. Neuer Igel. Das für ein Vieh. Ha. Schaffen wir das rüber? Ich glaube nicht, oder? Ah, doch. Okay, wir schaffen es rüber. Ja, alles klar. Da jetzt nicht durch. Doch, hä? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Wieso, hä? Was? Ist es denn nur einseitig? Geht das immer nur in eine Richtung? Ja, aber wieso sind wir denn da reingekommen und vorhin nicht? Was haben wir denn da falsch gemacht? Bei dem anderen? Sind wir einfach zu dumm gewesen, da reinzurutschen? Und der Baum ist, glaube ich, unter uns. Der Pfad zum Frieden. Geduldig schöpft der Soma-Baum seine Kraft aus dem heiligen Land, um seine höchsten Äste in den Himmel zu erstrecken. Das Leben des weisen Mannes wird diesem Weg folgen. Vom fruchtbaren Land des Waldes bis zur... Sind das alles Baumwurzeln? Das sieht doch schon sehr wurzelig aus hier, das ganze Zeugs. Wir sollten aber wirklich uns noch zum Baum begeben, ne? Wir sind jetzt gerade vorbeigelaufen. Geht's noch runter? Da. Da sind wir richtig. Sind wir schön vorbeigerannt. Das ist wieder ein normaler. Wie kommen wir denn da jetzt rein? Hallo, Sargon. Guck mal, warum kostet die jetzt 50? Verleihe mir dein Auge des Wanderers. Ich ergänze die Informationen, die ich über dieses Gebiet habe. Das war doch letztens 30. Warum ist denn das jetzt teurer geworden? Soma-Baum enthüllt einen Teil. Aha. Okay. Tja. Ich glaube, wir müssen irgendwie noch von der anderen Seite schießen. Also so ganz ist das noch nicht geklärt, wie man da runterkommt, oder? Da gibt es mehrere Eingänge, scheinbar.
Sieht sehr professionell aus. Krass. Das ist irgendwie wirklich so, als ob man hier einfach den Gesetzen der Thermodynamik, sämtliche physikalischen... Was ist das denn für ein Typ? Krass. Ja, da gibt es mehrere von denen. Ach, genau in den Pfeil gesprungen. Wenn man mal denkt, wie es jetzt hier... Ah, ein Geistgefäß. Geistersandgefäß. Wenn man mal schaut, wie die Sprungpassagen jetzt mittlerweile sind und wie die am Anfang waren, das war ja regelrecht lachhaft. Sind da diese Vögel? Hier, die gibt es auch in verschiedenen Farben, wie es aussieht. Oh oh. Jetzt hat er uns richtig verarscht. Ja, geht auch noch weiter weg. So, jetzt aber. Nein, jetzt haben wir uns verfehlt. Gott. Okay, wir haben dich noch gekriegt. Jetzt gehen wir doch wieder zurück, sind wir doch hergekommen. Ach, da ist noch was. Aufheben. Sammelgegenstand erhalten. Verfluchtes Objekt. Dieses mysteriöse Objekt hat eine ungewöhnliche Form und Farbe. Es ist schwerer, als es aussieht und strahlt Bosheit aus. Den Rest habe ich jetzt nicht mehr lesen können. Hier kommen wir nicht rein. Doch. Mit was für einem Schlag? Sind wir da mit Atra reingekommen? Oder was war das für ein Schlag? Können wir das nochmal machen? Weil Atra haben wir nämlich nicht. Nee, es scheint was ohne Atra zu sein. Okay, vielleicht kommen wir mit dem Ding auch durch die goldenen Dinge. Ah, okay. Das hält nicht besonders lange an. Das scheint auch eine Einbahnstraße zu sein. Was ist das für ein Schlag? Wahrscheinlich einfach nur normal schlagen, bloß gedrückt halten, oder? Hm. Okay, Foto gemacht, aber das ist doch, meine ich, die andere Seite von dem, wo wir von oben nicht rein konnten, oder? Hätte ich es gedacht. Na, wer weiß, vielleicht auch nicht. Nee, doch nicht. Ist eine andere Ecke. So, wir erfreshen uns jetzt nochmal. Okay, da können wir runter. Hallo, Baumbart. Der hat uns getreten. Oh Gott. Aber immerhin gibt es etliches an Kristallen. Das ist doch eigentlich schon mal auch schön. Zumindest die Kleinen geben Kristalle. Ah, er auch. Ja, doch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich glaube, die haben wir auch von der anderen Seite schon gesehen. Neues Amulett. Wasserflucht. Weiche Angriffen mit auf der Stelle aus. Du bewegst dich nach hinter den Gegner und fügst ihm leichten Schaden zu. Okay. Okay, da geht's unten. Da ist der Junge.
du hier bist. Kennst du meinen Vater? Nein, aber du kommst mir bekannt vor. Wie ist ja, wir Name? Haben dich vorhin schon getroffen. Waram. Waram? Waram. Verstehe. Dieser Ort. Oh. Die Terrassenstufen, die Fußwege, das alles ist mir vertraut. Doch alles ist kaputt und seltsam. Ist es real? Waram? Das ist ein realer Ort, auf dem ein Fluch lastet. Bin ich verflucht? Ich weiß es nicht, aber keine Sorge. Wir finden Antworten. Und du, Reisender, wie heißt du? Sargon. Es ist schön, einen Freund zu haben, Sargon. Waram, ich meine, keine Ahnung, aber hieß nicht einer von unseren Leuten Waram? Schon, oder? Warum ist da ein rotes X? Stele. Aus dem Fernen der Sterne kam sie in unsere Welt und machte sie zur Königin. Sie unterjochte den guten Gamrosch und Kram und wohlwollende Bewahrer aller Kreaturen, ob groß oder klein. Diese falsche Königin ernährte sich vom Atra des Waldes. Ah, ich glaube, ich weiß, wer hier das ist. Oh, nee. Oh, nee. Die kommt mir irgendwie bekannt vor. Keine Ahnung, wie das kommt. Ja. Ich glaube, da haben wir ein Special zu. Von der Lady. Ja. Das geht nur von der anderen Seite auf. Da müssen wir drüben rein. So, vielleicht was trinken. Das sind wieder diese blauen Viecher, die jetzt komischerweise gar nicht mehr so... Ne, da kommen wir nicht rein. Da müssen wir von der anderen Seite ran. Blöder Vogel. Bewegt sich auch gerade so immer außer Reichweite, ne? Okay, da können wir unten durchrutschen. Ich glaube, da passt du durch. Du kannst dich doch ganz wuschen. Hä? Das ist doch offen. Du kannst doch da einfach unten durch. Das sieht doch nicht nur... Das ist doch offen. Hallo? Hä? Blindfisch. Ist es so, wenn man die erschießt, gibt es keine Kristalle? Ja, ja, komisch. Na. Ja, sehr gut. Okay. Ist ja auch cool mit diesen Schlangen und so. Ach, okay. Das X heißt es, wenn man es noch nicht auslösen kann, weil es noch nicht... Ja, okay, okay. Und jetzt geht's dann. Und was war da drin? Oh, krass. 200 von diesen Kristallen, ne? Raschel, raschel. So. Dann können wir hier weiter rüber. Noch weiter runter. Und hier wieder hochklettern. Und jetzt sind wir wieder hier oben. Und da haben wir auch schon einen blauen Freund. Würde mich echt mal interessieren, für was wir jetzt unsere Kristalle ausgeben. Hat sich noch einer im Gras versteckt? Plus 15. Moment. Nur mal so. Steht eigentlich schon die ganze Zeit immer auf der linken Seite, wie viele Kristalle wir gerade einsammeln? Plus 10. Ey, manchmal tut das so richtig weh. Ich glaube, da hätten wir vorher mal schießen müssen.
Oder so rum. Schade. Mist. Aber wir können vielleicht hochschießen. Ich glaube, wir schießen gerade zu wenig. Oder kann man hier nicht schießen? Mal gucken, wie lange wir das Spiel mitmachen. Wir wollen ja wuschen, aber das funktioniert scheinbar nicht. Das war blöd jetzt. Oder? Sag mal, wie lange wollen die das noch machen? Boah, was für eine Passage. Es geht noch weiter? Oh Gott. Ach du Scheiße. Wertgegenstand erhalten. Amulettfassung. Cool. Mega. Richtig cool. Wir haben jetzt 9 Plätze. Oder 10? 9, glaube ich, ne? Ich glaube, tendenziell ist es gar nicht so schwierig, wenn man mehr schießt. Aber gut, kann vielleicht auch täuschen. Das ist, glaube ich, auch eher von der anderen Seite. Noch ein bisschen Grünzeug wegmähen. Ich glaube, auch das Ding geht eher von der anderen Seite auf. Ach Gott, ja. Wertgegenstand erhalten. Blauer Damaszerenbarren oder sowas. Seltenes Metall mit blauer Färbung wird als Verbesserungs... Blablabla. Ja, aber warum gehst du da nicht unten und machst noch die Tür auf? Oder ist das auch nur so ein... Ach, keine Ahnung. Ist auch egal. Eigentlich muss man da ja auch nicht nochmal hin. Was war das? Ach, okay, so ein Rabenvieh. Ja. Das wird jetzt eine knappe Kiste. Plus 5 Kristalle, wie schön. Ey, tut das weh. Ist es eigentlich übelst nervig? Plus 7 Kristalle. Ach ja, man muss da gar nicht rechnen. Davon abgesehen, dass ich auch noch schlecht am Rechnen bin. Zumindest, wenn man nicht richtig nachdenkt. Wie viele von den Viechern kommen denn noch? Und wir haben noch nicht mal genug Atra für einen Heilkreis. Lange nicht gestorben, ne? Puh. Okay, dann. Lass uns mal hier unten weitergehen. Hallo, Baumbart. Natürlich noch erwischt, ne? Ist klar. Sind wir noch da dagegen? Ein Igel. Okay, da unten lang. Hier können wir hochklettern. Diesmal lassen wir die Viecher links liegen. Was auch verständlich ist, weil ist ja eigentlich auch nervig. Ah Gott. Ja, immerhin, es gibt Kristalle, ne? 9 und der 10. liegt noch. Nee, kann man leider nicht aufschießen. Das wären wieder 12 Kristalle, okay. Mist. Okay, wir haben einen Bonusfight. Atra steigt, aber wir haben noch nicht genug. Achtung, die schießen nur auf uns. Aber unser Atra ist gleich aufgefüllt. Was haben wir gemacht? Weil unser Atra war plötzlich wieder weg. Haben wir irgendwas, vielleicht ein Special
Kampf-Dings. Angriff vielleicht. Hm. Habe ich gar nicht so richtig geschnallt. Aber kann schon sein. Plus 7 Kristalle. Ich bin richtig stolz, dass ich das jetzt rausgefunden habe. Oh Mann. Wisst ihr, was interessant ist? Zurzeit sind es, glaube ich, über 80% Männer, die den Content verfolgen. Oder sogar 98% Männer. Keine Ahnung, jedenfalls richtig viele. Also prozentual. Und ich glaube, der weibliche Anteil, der diese Videos halt schaut, das glaubt, das bin ich. Ja. Also, Frauen, zeigt euch. Könnt ihr mal kommentieren, ob es da doch noch eine Frau gibt. Ah, ich glaube nicht. Ich glaube, das bin ich. Da könnte ich höchstens selber schreiben. Ja, also wenn ich mir doch noch mal ein Video anschaue. Ja. Ah, ein Teleportstein. Sehr schön. Dann können wir jetzt auch irgendwo anders hinreisen. Aber nee, macht man nicht. Wir schauen hier weiter, was es hier noch so gibt. Wieso sind wir da jetzt nicht höher gegangen? Ging es nicht höher? Kommen wir nicht höher? Sieht fast so aus. Hm, okay. Oh, den habe ich ja gar nicht... damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Cool. Hallo. Und jetzt können wir unser neues Amulett bestücken oder nochmal umsortieren. Cool. Hier können wir nochmal hochklettern. Ah, noch ein Igel. Habt ihr das gesehen? Der Vogel war da unten. Da scheint es einen Geheimgang gegeben zu haben. Wir haben was gefunden. Botanika-Protokoll von Cyrus. Protokoll 1. Meine geliebte Frau Sarah liegt im Sterben. Die besten Ärzte von Persepolis sind in ihrer Weisheit am Ende. Die Verzweiflung hat mich zu alten botanischen Texten getrieben. Ich, Cyrus, bin auf den Namen einer Pflanze gestoßen, die ausschließlich in geheimsvollen Zitadelle von Berg Kaf wächst. Legenden zufolge sie wundersame Heileigenschaften besitzen, die Rettung von Kar. Ich bin heute früh morgen aufgebrochen. Die Koordinaten der alten Texten haben mich zu den Ausläufern des Bergskarfs geführt, wie ein Koloss ragte von mir auf. Ich habe so viele wissenschaftliche Instrumente mitgenommen, wie ich tragen kann. Ich bin bereit, ins Unbekannte zu treten. Das ist unsere letzte Hoffnung. Das ist unsere letzte Hoffnung. Oh, Sarah, was würde ich für dich nur tun, meine Geliebte? Neben Pflanzenkunde bist du alles, was in der Welt geblieben ist. Der Aufstieg war schwierig, doch entschlossen setze ich Fuß vor den anderen, bis ich ihn endlich fand, den majestätischen Ahnenbaum. Nach all meinen Studien bin ich überzeugt, dass es sich um Soma-Baum handelt, der alt wie die Welt selbst. Kein Buch hätte mich auf seine Pracht vorbereiten können. Seine knorrigen Äste reichen bis zum Himmel, während sich seine Wurzeln tief in die Erde graben, wo sie von altem Wissen zehren. Ich spüre seine Energie, die von Essenz des Lebens gefüllt ist. Es gibt mir Hoffnung. Mit achtsamer Präzision nahm ich Proben von der Rinde, den Blättern, dem Baumsaft und dokumentierte jedes Detail. Das medizinische Potenzial dieses uralten Wesens darf nicht ignoriert werden. Ich komme nicht umhin, mich zu fragen, ob dieser Baum der Schlüssel zu Sarahs Heilung sein wird. Heute Nacht werde ich hier rasten. Der Soma Baum schenkt meiner Seele ein Gefühl der Ruhe. Cyrus, sechstes Kordat im Jahr des Königs. Wie hieß der? Dragon, oder? Oder so? Also, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr habt so viel Spaß wie ich. Meldet euch mal. Ich freue mich über euch. Ciao.